Tätigkeiten gehören Pflege und Betreuung der Bewohner, für eine regelmäßige Alltagssorge, Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner zu beachten, Unterstützen bei der Körperpflege, Mobilität, An- und Auskleiden und bei der Ernährung. Hygiene muss man einhalten, Ressourcen fördern, das heisst, Bewohner so viel machen lassen, wie viel sie selber auch können, kommunizieren mit den Bewohnern und auch medizinische Betreuung und Verwaltung, wie zum Beispiel die Vitalzeichen. Für mich persönlich habe ich im APH Langmatte Binningen gemerkt, dass meine Kompetenzen sehr gefördert werden. Ich werde auf alle Tätigkeiten gut vorbereitet, bei Unsicherheiten gestärkt und auf meine Prüfungen vorbereitet. Die Eigenschaften, die man in der Lehre mit sich bringen sollte, sind Verantwortungsbewusstsein, das Interesse, Flexibilität, man sollte kontaktfreudig sein, Geduld haben und sorgfältig seine Aufgaben machen. Die Ausbildung als Fachfrau Gesundheit EFZ finde ich ist eine gute Grundlage, um in Zukunft in verschiedenen Bereichen in der Medizin zu arbeiten. Wieso ich mich persönlich für die Ausbildung als Fachfrau Gesundheit entschieden habe, ist, weil ich den Umgang mit Menschen sehr wertschätze. Das Interesse an der Medizin hatte ich seit klein auf sehr und ich habe immer gewusst, dass ich in einem sozialen Beruf arbeiten möchte. Mein Plan für nach der Lehre ist es, gerne an die HF zu gehen. Da was einmal die drei Bereiche, die mich sehr interessieren würden, ist einmal die Sanitäterin, Operationstechnik oder als Pflegefachfrau.